Für diesen Poncho nehme ich die Alice Real 40, so ein Knäuel hat 100 Gramm und 480 Meter Lauflänge und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 5, also eher eine dickere Nadel für die Garnstärke, aber das hat auch einen Grund, wenn ihr eine zu dünne Nadel nehmt, lässt sich das kaum wieder auftrennen. Also wenn ihr einen Fehler einmal macht, lässt sich das dann nur ganz schwer wieder auftrennen. Und deshalb nehme ich eine dickere Nadel. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Und häkle 75 Luftmaschen. Und zwar häkle ich die relativ locker. Und wir brauchen eine Maschenzahl, die teilbar ist durch 6. Das wären 72 plus 1 plus 2 Wendeluftmaschen. Und wenn ihr 75 Luftmaschen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Meine Luftmaschenkette entspricht jetzt ungefähr 53 cm. Das Muster zieht aber noch ordentlich zusammen. Am Ende bleiben ca. 48 bis 49 cm übrig. Ich häkle den Poncho in der Größe SM. Die abweichenden Angaben schreibe ich euch unten hin. Und jetzt häkle ich, also ich hole zunächst einen Umschlag, steche in die vierte Luftmasche von der Nadel aus gesehen ein, häkle ein Stäbchen, somit haben wir zwei Stäbchen gemacht und wir brauchen 73 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 73 Stäbchen gehäkelt. Hier ist die Maschenzahl teilbar durch 6 plus 1. Und ich wende die Arbeit. Häkle eine Luftmasche und gleich in die erste Einstichstelle über dem ersten Stäbchen eine feste Masche. Häkle 5 Luftmaschen, 3, 4, 5, lasse 5 Stäbchen aus, 1, 2, 3, 4, 5 und ins sechste Stäbchen häkle ich eine feste Masche. Häkle wieder 5 Luftmaschen, lasse 5 Stäbchen aus, 1, 2, 3, 4, 5 und ins sechste Stäbchen eine feste Masche. Das Ganze sieht so aus. Also immer 5 Luftmaschen, 5 Stäbchen überspringen und in jedes sechste Stäbchen kommt eine feste Masche. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig, auch ganz am Schluss überspringe ich 5 Stäbchen und die letzte feste Masche kommt in die dritte Luftmasche,
des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und wir wenden wieder. Und in dieser Reihe starten wir immer mit 3 Luftmaschen. Und ich häkle 6 Stäbchen um den Luftmaschenbogen herum. 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt häkle ich um diese feste Masche herum ein Reliefstäbchen von vorne. Das bedeutet, ich hole einen Umschlag, steche um diese feste Masche herum, also in dieser Lücke hinein, in der anderen Lücke heraus, hole den Faden durch und häkle ein Stäbchen. Das Ganze sieht dann so aus. Jetzt kommen wieder 6 Stäbchen in die Lücke. 2, 3, 4, 5, 6, einen Umschlag holen, vor der festen Masche einstechen, in der anderen Lücke herauskommen, Faden durchholen, etwas länger ziehen und ein Stäbchen häkeln. Wieder 6 Stäbchen in die Lücke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, einen Umschlag holen, ein Reliefstäbchen von vorne um die feste Masche herum. Das Ganze sieht so aus und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Im Moment rollt sich das noch ein bisschen, aber das legt sich, keine Angst. Jetzt habe ich in die letzte Lücke ebenfalls noch 6 Stäbchen gehäkelt und das letzte Stäbchen kommt auf diese feste Masche hier, die wir ganz am Rand gehäkelt haben. Hier kommt noch ein Stäbchen drauf als Begrenzung und wir wenden wieder und die Rückreihe geht folgendermaßen. Wir häkeln eine Luftmasche und gleich über dem ersten Stäbchen eine feste Masche. Häkeln 5 Luftmaschen, 5, und stechen in dieses Stäbchen, das wir als Reliefstäbchen gehäkelt haben. In dieses Stäbchen häkeln wir eine feste Masche. Man erkennt es gut, weil es etwas tiefer liegt als die anderen. Und wir häkeln wieder 5 Luftmaschen und eine feste Masche in dieses tiefer liegende Stäbchen. 5 Luftmaschen und eine feste Masche in das tiefer liegende Stäbchen. Wir überspringen also immer diese 6 Stäbchen in der Lücke drin mit 5 Luftmaschen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich überspringe auch die letzten 6 Stäbchen mit 5 Luftmaschen und die letzte feste Masche kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde und wir wenden wieder und diese beiden Reihen, also diese, die wir gerade gemacht haben, werden ständig wiederholt, also diese beiden hier. Die Hinreihe beginnt immer mit 3 Luftmaschen und 6 Stäbchen in die Lücke.
4, 5, 6 und jetzt kommt wieder das Reliefstäbchen um die feste Masche herum und wieder 6 Stäbchen in jede Lücke. 2, 3, 4, 5, 6 und ein Reliefstäbchen um die feste Masche herum. Das Ganze sieht dann so aus. Und wie gesagt, die Rückreihe ist genau gleich wie die, die wir vorher soeben gemacht haben. Und ich mache das Ganze für Größe SM ca. 94 cm lang. Also 94 cm weiter häkeln. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt fleißig gehäkelt. Mein Teil hat jetzt ungefähr 94 cm. Bei mir sind das 44 solche Mustersätzchen. Ich befinde mich auf der Vorderseite, habe also mit einer Stäbchenreihe geendet. Und jetzt häkle ich die untere Borte dran. Dazu häkle ich zunächst eine Kettmasche um dieses erste Stäbchen herum, eine Kettmasche. Häkle 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und häkle weitere 2 Stäbchen um dieses erste Stäbchen herum. Dann häkle ich eine Luftmasche, springe zur nächsten Stäbchenreihe und häkle 3 Stäbchen in die Lücke. Eine Luftmasche und wieder in die nächste Stäbchenreihe springen und 3 Stäbchen in die Lücke häkeln. Eine Luftmasche, 3 Stäbchen immer um das Stäbchen herum. Das Ganze sieht dann so aus und das machen wir die ganze Reihe so und am anderen Ende des Ponchos sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin am anderen Ende angekommen, habe bis in die letzte Lücke 3 Stäbchen gehäkelt und jetzt wende ich die Arbeit. Und jetzt häkle ich eine Kettmasche in dieses mittlere Stäbchen, dieser 3 Stäbchen, eine Kettmasche, dann 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und 2 weitere Stäbchen ins mittlere Stäbchen dieses Dreiergrüppchens, eine Luftmasche. Und immer ins mittlere Stäbchen der 3 Stäbchen aus der Vorrunde häkle ich wieder 3 Stäbchen, dazwischen immer eine Luftmasche. Das Ganze sieht dann so aus. Und das mache ich wieder die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder mit der zweiten Reihe fertig. Habe auch hier ins mittlere Stäbchen noch 3 Stäbchen gemacht. Und diese Reihe wird jetzt noch einige Male wiederholt. Also sie beginnt wieder mit einer Kettmasche ins mittlere Stäbchen und dann mit 3 Luftmaschen und weiteren 2 Stäbchen ins mittlere Stäbchen,
eine Luftmasche und wieder immer ins mittlere Stäbchen, drei Stäbchen, dazwischen immer eine Luftmasche. Und das mache ich, bis diese Borte circa 12 cm breit ist. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Meine Borte ist jetzt 12 cm breit. Bei mir sind das 8 Reihen. Und jetzt mache ich noch eine Luftmasche zum Abschluss. Schneide den Faden ab. Ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt brauchen wir genau dieses identische Teil noch ein zweites Mal. Also ganz genau gleich wie dieses. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt das zweite Teil genau gleich angefertigt wie das erste. Habe die beiden Teile rechts aufeinander gelegt, sodass die schöne Seite innen ist. Habe dann mit einer Klammer die Mitte genau markiert, also dass auf beiden Teilen, auf beiden Seiten der Mitte genau gleich viele solche Reihen sind. Und dann habe ich für den Halsausschnitt circa 26 cm gemessen. Und auch hier habe ich darauf geachtet, dass auf beiden Seiten gleich viele Reihen sind. Dieses Stück ist also ungefähr 26 cm breit. Das lassen wir für den Halsausschnitt offen. Und dann schließen wir die beiden Schulternähte. Und dazu fange ich am Rand an, steche vorne und hinten durch beide Teile durch, hole den Faden durch, mache einen Knoten, steche noch einmal durch dieselbe Lücke, durch beide Teile durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und häkle in diese erste Lücke hier drei feste Maschen. Drei feste Maschen. Nehme dann diese Lücke zwischen den Grüppchen, häkle eine feste Masche und häkle dann wieder um diese beiden Stäbchen herum drei feste Maschen. Drei feste Maschen, dann wieder in die Lücke eine feste Masche, dann wieder um die beiden Stäbchen herum. Den Faden häkle ich gleich mit ein. Drei feste Maschen um die Stäbchen herum. Und dann wieder eine in die Lücke. Und das Ganze mache ich, bis ich beim Halsausschnitt ankomme. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin bei der Klammer angekommen, die habe ich entfernt und habe geendet mit einer festen Masche in die Lücke. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt drehe ich mir das Ganze so um und fange wieder von außen an und häkle wieder die Schulternaht oder die der beiden Teile zusammen, wieder bis zur Klammer, ganz genau gleich wie auf der anderen Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald!
Willkommen zurück. Ich habe jetzt beide Schulternähte geschlossen und habe schon mal zwischendurch alle Fäden vernäht. Und jetzt machen wir den Kragen an dem Poncho. Ich befinde mich immer noch auf der linken Seite, also auf der weniger schönen Seite. Und jetzt nehme ich mir wieder die Wolle und nehme mir diese erste Reihe hier neben der Naht, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe, um dasselbe Stäbchen herum, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen und häkle noch 2 Stäbchen in dieselbe Lücke, sodass wir 3 Stäbchen haben, häkle 1 Luftmasche und springe zur nächsten Stäbchenreihe und häkle auch hier 3 Stäbchen um das Stäbchen herum. Eine Luftmasche, 3 Stäbchen um das Stäbchen herum. Und das mache ich, bis ich zur anderen Naht komme. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin bei der anderen Naht angekommen. Habe auch hier noch eine Luftmasche gemacht. Und jetzt häkle ich auf der anderen Seite weiter. Also ich überspringe praktisch die Naht mit einer Luftmasche und häkle auf der Rückseite wieder 3 Stäbchen um das Stäbchen herum. Wieder eine Luftmasche. Und es geht wieder wie gewohnt weiter. Und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen. Und ich überspringe auch hier wieder die Naht mit einer Luftmasche. Schließe in die dritte Luftmasche zur Runde. Häkle eine Kettmasche ins mittlere Stäbchen und häkle wieder 3 Luftmaschen und ins mittlere Stäbchen immer 3 Stäbchen, eine Luftmasche und in jede Gruppe, in jede Dreiergruppe wieder 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, genauso wie wir es bei der unteren Borte gemacht haben, nur dass wir jetzt in Runden häkeln. Und ich mache diese Runde zu Ende und zeige euch noch einmal den Rundenübergang dann. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin mit der zweiten Runde beinahe fertig. Am Ende habe ich eine Luftmasche noch gemacht und ich schließe wieder die Runde in die dritte Luftmasche, häkle eine Kettmasche ins mittlere Stäbchen und beginne wieder die neue Runde. Und das Ganze mache ich circa 15 bis 16 cm hoch, immer gleich weiter. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe den Kragen 10 Reihen hoch gearbeitet, am Ende noch eine Luftmasche gemacht, den Faden abgeschnitten und durchgezogen. Und jetzt werde ich das Ganze auf die schöne Seite umdrehen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe das Ganze jetzt umgedreht
Und jetzt bearbeite ich noch die seitlichen Kanten, bevor wir dann die Ärmelbündchen dran machen, damit diese gleichmäßig lang sind. Wir haben ja hier die Schulternaht und hier haben wir das Teil begonnen und auf dieser Seite haben wir das Teil beendet. Das bedeutet, wir haben hier, wo wir begonnen haben, nur immer 6 Stäbchen und hier haben wir zusätzlich noch dieses Reliefstäbchen und das gleichen wir jetzt aus. Und damit das Ganze genau gleich breit wird, schlinge ich hier, wo die Borte beginnt, hier schlinge ich an. Mache einen Knoten hinein. Steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle eine feste Masche und häkle zwischen die Stäbchen immer eine feste Masche, bis wir zur Naht kommen. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin bei der Naht angekommen. Springe hier drüber in die nächste Lücke. Häkle jetzt bis zum Reliefstäbchen. Und hier mache ich es so beim Reliefstäbchen, da mache ich 2 zusammen abgemaschte feste Maschen, damit wir gleich viele halten wie auf dieser Seite. Also ich steche vor dem Reliefstäbchen ein, hole den Faden durch, steche nach dem Reliefstäbchen ein, hole den Faden durch, habe jetzt 3 Schlaufen auf der Nadel und masche alle gemeinsam ab. Häkle wieder bis zum nächsten Reliefstäbchen. Und hier mache ich es genau gleich. Vor dem Reliefstäbchen einstehen, Faden durchholen. Danach wieder einstehen, Faden durchholen. Und alle 3 Fäden gemeinsam abmaschen. Und das mache ich wieder, bis ich wieder zur Borte komme. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder bei der Borte angekommen und bei mir haben sich auf dieser Seite 72 feste Maschen ergeben, auf dieser 73. Das passt. Auf eine mehr oder weniger kommt es nicht an, aber es sollte ungefähr ausgeglichen sein. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und das vernäht man dann später schön. Und auf der anderen Seite mache ich genau das gleiche wie auf dieser und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Für die Ärmelbündchen habe ich jetzt hier ungefähr 14 bis 15 cm heruntergemessen und ich habe eine Maschenzahl genommen, teilbar durch 4 plus 2. Ich habe also von der Mitte weg 22 Maschen heruntergezählt und hier schlinge ich an. Steche in dieselbe Masche noch einmal ein, hole den Faden durch,
häkle 3 Luftmaschen und weitere 2 Stäbchen in dieselbe Masche. 2 Stäbchen, häkle eine Luftmasche, lasse 3 Stäbchen aus und ins vierte Stäbchen häkle ich das nächste Dreiergrüppchen. Eine Luftmasche, 3 auslassen und wieder ein Dreiergrüppchen häkeln. Und das mache ich, bis ich zur Naht komme. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Bei mir haben sich bis zur Naht, also ich komme hier nicht ganz zur Naht, sondern ein bisschen davor lande ich. Hier haben sich 6 Grüppchen ergeben. Und jetzt mache ich genauso weiter. Ich überspringe 3 feste Maschen und häkle auf der anderen Seite auch 6 solche Dreiergrüppchen. Und wenn ich 6 gemacht habe, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 12 solche Dreiergrüppchen gemacht. Dazwischen meine Luftmasche. 6 auf dieser Seite und 6 auf der anderen Seite der Naht. Und jetzt schließe ich das Ganze zur Runde. Also ich häkle zunächst noch eine Luftmasche. Schließe zur Runde in die dritte Luftmasche, häkle eine Kettmasche ins mittlere Stäbchen, beginne wieder mit 3 Luftmaschen, einem Dreiergrüppchen ins mittlere Stäbchen, eine Luftmasche. Und häkle nun in Runden weiter, genau gleich, wie wir es beim Kragen gemacht haben. Und ich häkle auch hier 10 Runden. Und das mache ich auf beiden Seiten des Poncho. Und dann ist unser Poncho fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Freude und Spaß beim Nachhäkeln und vor allem beim Tragen dieses tollen Ponchos, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.